Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu The Next Big Thing. Ich habe hier noch die Schlange übersehen, wie ich am Ende der letzten Folge, wo ich aus Versehen F2 drückte, statt F3 für die Aufnahme. Dann habe ich nämlich die Hotspots gesehen. Wir können uns mal die Schlange angucken. Ganz schön beeindruckend. Ich wüsste nicht, was ich mit dir anstellen sollte. Ich auch nicht. Wollen wir jetzt Käfer mitnehmen? Ich bin kein Feigling, klar, aber die Viecher fasse ich nicht umsonst an. Okay. Haben wir mit denen jetzt neue Gesprächsoptionen? Vielleicht haben die irgendwie Hieroglyphen? Was? Aber Zaubern macht er nicht mehr. Okay, Zaubern macht er nicht mehr. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nur die Ausgänge. Schlafzimmer, Wache, Orakel. Da ist auch Theater. Da ist auch Orakel. Da ist noch eine Tür. Ach, wo sind wir denn hier? Mensch, eine Mumie. Und keine Mumie. Ich könnte schwören... Ach, ich verstehe. Das wird ein Hütchenspiel, oder? Diese Sarkophage werden mich auf keinen Fall besiegen. Bei der Menge Geld, die ich jedes Mal kassiert habe, wenn ich hörte, Murray, Junge, 10 Cent, dass du nicht erraten wirst, unter welchem Becher die Murmel versteckt ist. Als Spielernatur konnte Dan der Versuchung nicht widerstehen. Als Spielernatur konnte Dan der Versuchung nicht widerstehen und beschloss, den Trick des Hütchenspiels mit der Mumie herauszufinden. Er war jetzt hier drin, ne? Und der war jetzt da. Der war jetzt da. Dann 1, 2, 3, 4 nach da. Ist er jetzt da? Daneben dann wieder? Nein. Ist er da? Ach so, okay, warte. Dann müsste er jetzt hier sein. Hier oder da? Yes! Das ist es. System durchschaut. Hier mit Hütchen spielen kommen. Sagte sich Dan. Sehr stolz, dass er den Trick mit den Sarkophagen entdeckt hatte. Das war einfach. Man musste nur genau hinschauen. Der Sarkophag bewegte sich von dem Platz aus, an dem er zuletzt erschienen war, immer um einige Positionen nach rechts. So sieht's aus. 4, um genau zu sein. Der ist gut. Die würde in einem der Filme, die Willy produziert, bestimmt toll aussehen. Naja, die er früher produziert hat, wenn man Eladio glauben darf. Aus welchem Grund mag Willy jetzt auf einmal Kinderfilme machen? Ach egal, ist nicht mein Spiel. Genau, können wir den Dolch mitnehmen? Wozu braucht eine Mumie, die vor Jahrtausenden den Löffel abgegeben hat, einen Dolch? Für nichts und wieder nichts. So sieht's aus. Ich fasse sie auf keinen Fall an. Nein. Andere? Nein, da bin ich schon raus. Okay, wir haben jetzt ein Dolch. Was machen wir denn damit? Hat einer Mumie gehört. Wahrscheinlich zum Nägelschneiden. Was machen wir mit einem Dolch? Ich will das nicht zerschneiden. Ich dachte, du tust den da rein. Ich will das da nicht verschwinden lassen. Ich will das... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Können wir vielleicht was Neues schnitzen? Ich zerfetze das Ding nicht. Ich zerfetze das Ding. Ich will das... Ja, ja, ist ja okay. Okay. Sarkophag. Ah, hier ist noch eine Tür. Eine schwebende Pyramide. Wo steckt der Trick? Unglaublich, aber wahr. Können wir die mitnehmen? Ach, nicht der Rede wert. Pah, ich hasse Magie. Können wir da vielleicht mit dem Zauberstab? Ja, aber ich glaube nicht, dass der Zaubertrick so funktioniert. Warte. Muss ich erst den Hut drüber tun? Dies ist wirklich ein monumentaler Blitz. Vom Regen in die Traufe. So, und jetzt? Dan Murray spielt den Idioten. Erster Versuch. Hat es funktioniert?
Das werden wir jetzt sehen. Erstmal schauen wir uns den an. Wenn ich nicht irre, ist da ein drehbares Kaninchen drin. Und geil. Wieder meiner. Und was kommt danach? Ein drehbarer Clown? Es ist süß. Die irre Liz fände es bestimmt unwiderstehlich. Was geht mich das an? Das heißt, die Pyramide ist jetzt im Theater bei denen. Okay, cool. Können wir sonst noch irgendwas tun? Ja, ich schau mal nach. Nö. Okay, dann gehen wir mal ins Theater wieder. Und schauen mal, ob wir jetzt da die Pyramide einfach mitnehmen können. Was auch immer wir damit machen, aber Hauptsache mitnehmen. Liegt jetzt ja auf dem Tisch. Komm, geh schneller. Beam dich doch hin. Manchmal kannst du dich beamen, aber nicht immer. Warum nicht? Da ist tatsächlich die Pyramide. Da ist sie. Ich werde nicht fragen, aus welchem merkwürdigen Grund die Pyramide hier aufgetaucht ist. Keine Lust auf Schwindelgefühle. Können wir damit jetzt irgendwas tun? Hallo, Inventar. Sie braucht kaum Platz. In der Luft wirkte sie größer. Da sind Hieroglyphen drauf. Hieroglyphen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich werde. Was? Ich werde den Inhalt. Ganz dicht daneben sind ein paar. Ja, okay. Ich will das. Da sind doch Hieroglyphen drauf. Aber er sagt nichts dazu, dass da Hieroglyphen drauf sind. Aber wir können ja mal gucken, ob da jetzt schon genug Hieroglyphen drauf sind. Können wir. Nein, Inventar. Ich möchte nirgendwo hingehen. Pyramide. Du wolltest Symbolchen haben? Da hast du sie. Ja. Vier mit einem Schlag. Achso, es waren so nur vier. Fuck. Es waren nur vier. Vier Hieroglyphen auf einmal. Meine Herren. Das sieht so aus, als könnte man unten irgendwas reintun. Guck, das ist da. Sind die auch Hieroglyphen? Ein Geschenk drauf? Von Kromhaar. Als Dank für meine Aufmerksamkeiten. Schauen wir mal, ob das auch Hieroglyphen sind. Idiot. Du wolltest Symbolchen haben? Da hast du sie. Hier hast du zwei. Nicht zwei, sondern eine. Die Ente ist eine Hieroglyphe. Aber das auf der anderen Seite ist nur eine Zeichnung. Man kann es fühlen. Okay. Haben wir sonst noch was? Sind hier noch Hieroglyphen drauf? Du wolltest Symbolchen haben? Da hast du sie. Da hast du eine. Okay. Sind hier auch Hieroglyphen drauf? Nein. Okay, wir brauchen noch irgendwas mit Hieroglyphen. Wir brauchen noch was mit Hieroglyphen. Auf dem Hut waren keine drauf, oder? Er hat eine merkwürdige Verbindung mit dem Zauberstab. Nee. Da sind keine Hieroglyphen drauf. Kann ich vielleicht hier... Es wäre schön, die Biester verschwinden zu lassen, aber sie passen nicht alle in den Zylinder. Na, aber ein paar könntest du wenigstens reintun und die dann lustigerweise auf die Bühne hexen da. Okay, wir brauchen noch Hieroglyphen. Bett, 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 Badewanne. Vase, Badewanne, Terrasse. Wir können sie ja nochmal küssen. Und dann mal schauen, ob wir irgendwas anderes machen können. Vielleicht mit dem Dolch oder so. Und wenn oder du den Robotern sagst, dass sie mir nur ein Weilchen gehorchen sollen? Ich bin die Hohepriesterin Kromhaar. Seit Menschengedenken Herren des Tempels der ewigen Illusion. Niemand außer mir gibt hier Befehle. Außerdem, niemand kann so wie ich befehlen. Ich habe nicht vor, dich nochmal zu küssen, egal was du tust. Man darf doch zu niemandem gut sein. Aber du hast Glück. Ich gebe dir eine letzte Chance, bevor ich dich umbringen lasse. Später mehr, mein Schatz. Nee, mit der Badewanne können wir also nicht interagieren. Eine Dusche wäre nicht schlecht. Ich habe geschwitzt. Aber manchen Schweiß trägt man mit Stolz. Okay, wir brauchen noch irgendwas mit Hieroglyphen. Irgendwas mit Hieroglyphen. Wenn ich erst Kromhaars Riesenkragen habe, hole ich Big Albert aus dem Sarkophag, bringe ihn dahin und schicke ihn in Fleiß Labor. Wo finden wir noch was...
Ich mache das Ding nicht kaputt. Das käme zu teuer. Ich würde nie... Ich will das nicht verbrennen. Will ich irgendwas verbrennen oder erwärmen? Vielleicht die Münze einschmelzen? Ich will das... Nee. Notausgang, da wollen wir ja auch nicht hin. Wache, Schlange. Wo kriegen wir jetzt noch Hieroglyphen her? Da haben wir noch eine Statue. Die Nase erinnert an einen Ameisenbiss. Und was soll ich tun? Ihn ohrfeigen? Keine Ahnung. Können wir da vielleicht einen Hut irgendwie draufsetzen? Das ist eine Statue. Ich gebe ihr überhaupt nichts. Okay. Ich dachte vielleicht. Das ist eine Statue. Das ist eine Statue. Ihr gebe ich überhaupt nichts. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Ich schau mal nach. Nee, da sind nur die Sarkophage. Hier kommen wir zum drehbaren Kaninchen. Können wir da denn wieder den Hut eigentlich drüber tun? Dan Murray spielt den Idioten. Erster Versuch. Nee, ist schon der zweite. Dan. Achso, macht er nicht mehr, okay. Dan Murray. Da macht er gar nichts mehr mit. Ich mag keine Plüschtiere. Ich weiß nicht. Irgendwie sieht es psychopathisch aus. Erinnert ein bisschen an das Sam & Max Ding, oder? War das Sam & Max? Ich glaube, es war Sam & Max. So sieht das ein bisschen aus. Okay, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Dann können wir da rein, da rein, da rein. Da haben wir die Schlange, da haben wir noch eine Schlange. Eine Kobra, wenn ich mich nicht irre. Kann ich da was tun mit dem Hut? Nein, mit dem Zauberstab vielleicht? Oder kann ich mit dem Dolch, vielleicht ist der Dolch ja älter? Ich will ihn nicht verletzen, obwohl, da er aus Metall ist, bekäme er bestenfalls etwas eingeritzt. Reden wir doch mal mit der Wache. Ich dachte vielleicht, der Dolch ist noch älter als sein Stab und deshalb wäre der mächtiger und dann können wir da vielleicht da vorbeigehen oder so. Aber andererseits, wir wollen ja auch gar nicht raus. Sage es nicht, ich will, falls du es versuchst. Okay, die Macht des Stabes wird mich vernichten. Pyramide. Und was? Ja, keine Ahnung. Ich werde ganz und was? Ich werde ganz und was? Und was? Keine Ahnung. Die Fer. Oder kann ich eigentlich auch wieder zurückgehen? Gleich mal gucken, ob wir... Ich will. Können wir mal gucken, ob wir den hier jetzt mit der Fernbedienung da irgendwas tun können? Oder ob wir überhaupt vielleicht wieder wegreisen können? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Nicht schlecht, oder? Ja, nicht schlecht. Ohne Big Orbert gehe ich hier nicht weg. Ich kann die Irre nicht ohne ihn finden. Und ohne sie kann ich das wirklich Wichtige vergessen. Manny Brown, Rico Sanchez, ja. Los Angeles Stadion, Freitagabend. Wir brauchen noch Hieroglyphen. Wo kriegen wir noch Hieroglyphen her? Na. Über. So lange kommen. Was? Was für ein Vers. Diese Reime. Wahnsinn. Sag, sing, Dummbratze. Das klappt irgendwie nicht. Er singt nicht. Das ist schade. Ich hätte ihn gern singen gehört, aber irgendwie fehlen da die Audiodateien oder was? Keine Ahnung. Oder das ist ein Witz, dass einfach nichts kommt. Ist kein. Es gibt. Weil etwas. Im was? Ich denke und werde Ducky. Antrag abgelehnt. Wollt wir un. Bis da. Da ist nur noch die Möhre. Fischgemüse. Von
tut mir leid. Können wir die vielleicht zerschneiden? Ich mache mir nichts aus Plüschtieren. Nö, deswegen sollst du auch mal da... Wo kriegen wir denn jetzt noch... Mann! Es wäre schön, die Biester verschwinden. Sie passen nicht alle in den Zylinder. Kann ich vielleicht die an der Bade irgendwas mit der Badewanne benutzen hier? Ich könnte das Ding benutzen, um die Hähne zu verstopfen, aber das wäre wohl kein guter Zug. Ich will das nicht nass machen. Ich will das nicht nass machen. Soll ich das sagen? Krummhaar könnte es merken, wenn ich die ganze Vase verschwinden lasse. Ja, das stimmt natürlich. Sie ist eine Mumie. Das wird ihr nichts ausmachen. Verdammt. Das ist so sauber, wie es sein muss. Ich will das nicht einfach liegen lassen. Die passt nicht in den Zylinder. Ich will... Zaubertricks können ihr nichts anhaben. Viel zu groß. Wir können aber noch irgendwas weg... Ich könnte das Ding wegzaubern, aber... Ich weiß gerade nicht was. Vielleicht können wir in der Pflanze was abschneiden? Ich soll eine Pflanze stutzen? Bin ich vielleicht Gärtner? Ja komm, stell dich nicht so an. Mach doch mal. Warum ist die Pflanze anwählbar? Warum? Und warum gehen wir nicht auf die Terrasse? Muss nicht sein. Aber das weißt du doch gar nicht. Du warst doch gar nicht da oben. Vielleicht ist da was total Interessantes. Eine schnelle Dusche. Ja, baden wollen wir auch nicht. Ins Bett wollen wir auch nicht. Irgendwas müssen wir hier machen. Können wir das damit vielleicht verstopfen? Damit bewerfe ich die Viecher nicht. Ich bin ratlos. Na du. Wie sieht es jetzt? Du wirst mir darbieten, die Summe, die das Ergebnis der Vereinigung ist, aus weder 1 mit 2, noch 2 mit 2, noch 2 mit 1, sondern 1 mit 1, was nicht 1 ergibt, sondern 2. Aha. Und dann muss... Dann musst du dich einer Prüfung in der erbarmungslosen, tyrannischen, ägyptischen Syntax unterziehen. Damit wirst du beweisen, dass du fähig bist, oder auch nicht, das Buch der Toten zu lesen. Erzähl... Ach, das ist eine Sammlung kleiner Tricks, um nach dem Tod zu überleben. Aber für dich dürften die Beschwörungen interessant sein, mit denen man Mumien wie Krummhaar wieder ins Jenseits befördert. Aha, Orakel bist du also? Woher weiß... Ich bin Orakel, gehört zum Job. Wenn du keine Vorhersagen machen kannst, bist du dafür nicht qualifiziert. Ich kenne ein... Elizabeth Allaire. Sie gefällt dir, nicht wahr? Da fällt mir ein, dass du eigentlich ein Baseball bist und dass ich mit dem Schlagen dran bin. Sie gefällt dir natürlich nicht. Nichts damit Bewunderung. Fad ist das Wort. Sie interessiert dich absolut nicht. Genau. Gut für dich. Diese Hütchen... Die Mumie ist... Weder im 7., noch im 1., noch im 4., noch im 3., noch im 2., noch im 6. Im 5. Ist sie im 5.? Noch im 5. Pah, du hast keine Ahnung. Du sagst es. Wer wird... 3000 im Voraus und die Hälfte des Gewinns. Hä? Du hast ja vor, mit meiner Vorhersage zu wetten, oder? Du beleidigst mich. Mit dir mache ich keine Geschäfte. Ein halbes Gehalt drauf, dass du ein geldgieriger Söldner bist. Themenwechsel. Wechsel. Die hohe Priesterin Krummhaar. Bist du? Niemals, auch in 100 Jahren nicht. Von ihr wirst du nur eine Weigerung nach der anderen bekommen. Lassen sich... Nein, da gibt's keinen Weg.
Weder einen, noch zwei, noch 30, noch 13. Keinen. Was passiert? Sie ist ziemlich einfallsreich. Mich hat sie in ein Aquarium mit 3 Medusen gesteckt. Weder 2, noch 4, noch 5, sondern 3 Medusen, die mich erstarren ließen und mir eine Frikadellenhaut verpassten. Danach hat mich Kromhaar selber mumifiziert und mich wieder zum Leben erweckt. Zu meiner größten Scham und Schmach. Warum? Weil ich sie berührt hatte. Du hast sie... Viel. Im Übermaß. Du beruhigst mich nicht gerade. Lassen wir Kromhaar beiseite. Bis dann. Bis dann. Kann ich vielleicht mit dem Dolch hier seinen Leinen da wegmachen? Nein, die Hieroglyphe darauf ist doch schon auf dem Teppich. Ach so, ja, okay, gut. Dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, wie es hier weitergehen soll. Ich habe noch keine Ahnung. Wir müssen noch 2, wenn ich das hier richtig sehe, 2 Hieroglyphen noch finden. Und ich habe keine Ahnung wo. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei The Next Big Thing. Macht's gut. Tschüss, Jan.